Boah, ist das eklig. Boah, ich habe so einen Sodbrennen, seitdem ich schwanger bin. Ist total eklig, dieses Druckgefühl und diese Schärfe im Hals. Kann man da nicht irgendwas gegen machen? Herzlich willkommen zum nächsten Video dieser Serie. Heute beleuchten wir das Thema Sodbrennen in der Schwangerschaft mal genauer. Mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitnesscoach für Frauen während der Schwangerschaft, der Geburt und vor allen Dingen die schöne Zeit nach der Geburt mit deinem Baby, damit du dir einen richtig tollen Körper aufbaust. Ich habe die Maike Droste Akademie gegründet, ich habe Online-Kurse und mit diesen Hilfsmitteln können die Frauen sich den Körper aufbauen, den sie wirklich haben wollen. Viel Spaß bei diesem Video. Sodbrennen und Aufstoßen sind die häufigsten Begleiterscheinungen in einer Schwangerschaft. Und da kann ich verdammt gut mitreden. Wie du vielleicht weißt, habe ich zwei Söhne bekommen. Einmal im Jahre 2014, einmal im Jahre 2016. 2014 kannte ich mich mit Ernährung und gewissen Dingen überhaupt noch nicht aus. Deswegen hatte ich dort viel schlimmeres Sodbrennen als in der zweiten Schwangerschaft. Ich möchte dir gerne erzählen, wie du das Ganze viel besser unter Kontrolle hast und wie es dir viel leichter fällt, damit klarzukommen. Denn du musst wissen, 8 von 10 Schwangeren haben dieses Problem. Und da am Ende immer noch weniger Platz für deinen Magen und so weiter ist, musst du auch wissen, dass es sehr wahrscheinlich bis Ende der Schwangerschaft ein Begleiter von dir bleibt und sehr wahrscheinlich sogar noch zum Ende hin eher schlimmer wird. Was ich dir aber auch sagen kann, bei beiden Schwangerschaften war es so, an dem Tag, wo mein Kind rauskam, war Sodbrennen weg, weil der Druck ist weg, alles, was ich dir gleich erzähle, ist weg und du weißt, dann bist du es auf jeden Fall los. Was das Ganze aber für Ursachen hat und was du dagegen machen kannst, das möchte ich dir jetzt nochmal genauer erzählen. Wie äußert sich denn jetzt überhaupt dieses Sodbrennen? Viele Frauen äußern, dass sie so ein Druckgefühl bzw. ein Brennen in der Magengegend oder hinter dem Brustbein verspüren. Oder sie haben so einen bitteren Nachgeschmack, nachdem sie aufgestoßen haben. Vielleicht spürst du auch so ein Kloßgefühl im Hals. Und wo kommt jetzt dieses Sodbrennen überhaupt her? Dass dieses Sodbrennen überhaupt anfängt, das liegt an hormonellen Veränderungen, wie so vieles in der Schwangerschaft. Du weißt vielleicht, dass es so eine Klappe, so einen Schließmechanismus gibt zwischen deinem Magen und der Speiseröhre. Diese Klappe sorgt normalerweise dafür, dass wenn du jetzt was gegessen hast und dann kannst du ja liegen und einen Handstand machen, dass diese Speise oder dieses Getränk nicht zurück in die Speiseröhre kann. Leider ist es jetzt aber in dieser Phase, wo alles gelockert wird und so weiter und so fort, auch in diesem Falle so, dass leider dein Körper das nicht so richtig schafft, die Speisen im Magen zu halten. Also weißt du schon mal an dieser Stelle, dass das nichts ganz Katastrophales ist und wie gesagt, sobald dein Kind da ist, verschwindet das auch wieder. Das fühlt sich so schrecklich an. Schadet das denn eigentlich auch meinem Baby? An dieser Stelle kann ich dich auf jeden Fall beruhigen. Obwohl es sich für dich so ätzend anfühlt, kriegt dein Kind dann nichts von mit. Zwischen deinem Magen- und Darmtrakt und der Gebärmutter ist keine Verbindung. Das heißt, du weißt, es ist zwar für dich unangenehm, aber für uns Mütter ist es oft ganz gut, wenn wir wissen, meinem Kind passiert da unten nichts und es ist nur etwas, wo ich mit klarkommen muss. Und was verstärkt jetzt die Symptome? Hier kann ich auf jeden Fall mitreden. Denn wie gesagt, in der zweiten Schwangerschaft habe ich schon viel mehr verstanden als in der ersten. In der ersten habe ich sogar einfach Medikamente genommen und gehofft, dass diese helfen. Es ist so, dass wenn du weißt, dass du dich hinlegen willst, zum Beispiel abends, dass du davor nicht mehr so viel essen solltest. Weil dann natürlich viel mehr Druck auf diese kleine Klappe kommt und eher das Essen in die Speiseröhre zurückgedrückt wird. Außerdem solltest du im Laufe der Tage nicht einfach nur 3 große Mahlzeiten essen, sondern wirklich eher kleine Mahlzeiten, wo auch mal Pausen sind, damit dein Magen wirklich mal zur Ruhe kommt und während er mit der Speise oder mit den Getränken arbeitet, nicht zu viel belastet wird. Ich denke, wenn man das jetzt hört, dann ist es auch schon ganz logisch. Dann sind wir aber auch schon bei dem nächsten Thema, nämlich bei der Position. Dadurch, wenn du dich hinlegst, ist natürlich alles eher auf eine Höhe. Es ist für die Speise bzw. für eine Flüssigkeit viel schwerer hochzusteigen, als auf einer Höhe rauszulaufen. Das kennst du von Wasser genauso und das ist in deinem Magen eben auch. Wenn du weißt, dass du dich hinlegst, dann unterlager das doch mit dem Kopf ein bisschen, damit du mehr sitzt. Außerdem kannst du in Form der Flüssigkeiten, die du aufnimmst, noch eine ganze Menge machen. Was sich auf jeden Fall negativ für dich auswirkt, ist schwarzer Tee und Kaffee.
Generell sollte man sowieso überlegen, wie viel man davon zu sich nimmt. Gerade wenn du stillst, ist es sowieso für dich ein Tabu. Auch hier ist es so, versuch es wirklich einfach mal. Auch wenn du jetzt meinst, du kannst nicht ohne. Überleg dir wirklich, welchen Wert hat was. Und es werden auch noch viele Videos dazu folgen, wie du zum Beispiel auch von solchen negativen Getränken und so weiter wegkommst. Das Gleiche zählt aber auch für gekaufte Fruchtsäfte. Die enthalten eine unnatürliche Säure. Das heißt, wir reden nicht davon, wenn du dir jetzt mal eine Orange auspresst oder wenn du einen Safter hast, du kannst dir natürlich Säfte selber machen. Aber die gekauften sind verarbeitet, die sind erhitzt und so weiter. Das hat nichts mehr mit der Natur zu tun und die können dir auch ganz schnell sauer aufsteigen. Ein Tipp noch für die Speisen, nämlich Fettiges und Süßes wirkt sich negativ auf dein Sodbrennverhalten auf. Also auch hier kannst du natürlich ganz schnell wieder dagegen arbeiten, wenn du dafür sorgst, dass dein Essen nicht so fettig und nicht so süß ist. Und was kann ich jetzt gegen das blöde Sodbrennen machen? Hierzu habe ich gerade schon bei den Verstärkern ein paar kleine Tipps angedeutet. Aber wir gucken das uns jetzt nochmal ganz in Ruhe an. Also, wie ich schon sagte, solltest du an deinem Essverhalten arbeiten. Insgesamt ist es so, dass dein Magen natürlich entlastet sein soll. Ernähre dich eher gesund, nimm zum Beispiel viele Bitterstoffe zu dir, auch wenn das jetzt gerade paradox klingt, aber das sind die, die dein Magen im Endeffekt wirklich neutralisieren. Die haben mir unglaublich gut geholfen. Du findest auch unten in der Infobox einen Link dazu, welche Produkte zum Beispiel für mich super sind und die nehme ich auch wirklich bis heute. Dann dazu, wie gesagt, nimm eher kleine Mahlzeiten zu dir anstatt riesengroße. Biete deinem Magen Pausen, damit das Ganze auch mal leer werden kann. Alles, was nicht mehr im Magen drin ist, kann auch nicht aufsteigen. Alles, was wild durcheinander gemixt wurde, ist einfach viel mehr Arbeit. Die Magensäfte müssen ganz anders produziert werden und das wollen wir natürlich vermeiden. Einfacher ist in diesem Fall mehr. Zur Liegeposition, beziehungsweise überhaupt zur Position. Je flacher du liegst, habe ich gerade schon gesagt, desto schneller läuft alles aus deinem Magen wieder raus und die Klappe kannst nicht halten. Du kannst nicht die Klappe halten. Das heißt, in dem Moment ist es so, wenn du sitzt, wenn du stehst, ist es einfacher für dich. Und wenn du liegen musst und es kommt zu sehr hoch, dann denk an das Kissen, denk daran, deinen Kopf etwas zu erhöhen und du wirst merken, dass es dadurch leichter wird. Was ich gerade schon sagte, was ich in der ersten Schwangerschaft gemacht habe, dass ich ständig irgendwelche Medikamente gelutscht habe. Und das will ich dir sagen, vermeide das mal erstmal. Ich gebe dir jetzt einfach nochmal andere Tipps als Alternativen, die probierst du erstmal aus und wirklich nur, wenn es überhaupt gar nicht anders geht, dann greif zu diesen Dingen. Weil alles, was du natürlich hinbekommst, ist natürlich immer besser. Und wie gesagt, es geht wirklich vorbei. Ich weiß, es ist unangenehm, aber es geht wirklich vorbei. Einen Tipp gebe ich jetzt mal weiter, den ich natürlich nur in der ersten Schwangerschaft genutzt habe, weil seitdem denke ich über dieses Produkt anders. Was helfen soll, was aber in meinen Körper nicht mehr reinkommt, ist, wenn man kalte Milch trinkt. In dem Fall Kuhmilch. Ich trinke nur Pflanzenmilch nur noch. Ich nehme keine Kuhmilch mehr zu mir. Aber wenn du sowieso sagst, du trinkst das, dann soll das sehr gut helfen, wenn man kalte Milch in kleinen Schlucken runtertrinkt, damit es dann eben diese Magensäure und diese Klappe beruhigt. Was viel besser geholfen hat, beziehungsweise was ich in der zweiten Schwangerschaft auch gerne genutzt habe, das ist das Freisetzen von Enzymen, die dir dabei helfen. Und wie kommst du daran? Indem du dir zum Beispiel eine Handvoll Mandeln nimmst oder Haselnüsse oder Haferflocken und die so stückweise im Mund nimmst und so lange kaust, bis du merkst, dass es so ein breiige Konsistenz hast. Du kaust da drauf rum, kaust und wenn du merkst, der Brei ist fertig, dann schluckst du das wieder in kleinen Schlucken runter. Bis du diese Hand dann leer hast oder bis du merkst, jetzt hat sich schon beruhigt. Das hat bei mir super geholfen und das kann ich dir auf jeden Fall zu 100% empfehlen. Falls es aber das nicht ist, sollst du natürlich noch mehr Tipps bekommen. Was ich auch unterwegs ganz gerne mal genutzt habe, das sind Pfefferminz-Kaugummis. Das heißt, ich habe einfach darauf rumgekaut und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, obwohl es eigentlich gar nicht logisch ist, dass sich das Ganze beruhigt. Erstmal, wenn du dieses Aufstoßen hast, hast du sowieso die ganze Zeit das Gefühl, du hast einen komischen Geschmack im Mund. Da war das Kaugummi dann auch noch ganz nett dazu. Und beim Kauen selber, irgendwie hat es sich beruhigt und ich kam mit dem Sodbrennen besser klar. Du kannst es ja mal ausprobieren. Wenn du jetzt gar kein Kaugummikauer bist, habe ich natürlich noch einen Tipp für dich. Auch ganz einfach. Musst du dir nur einmal besorgen, wenn es nicht sowieso schon in deinem Haushalt ist, ist das sogenannte Meersalz und das Natron. Ich empfehle dir sowieso, das normale Speisesalz aus deinem Haus rauszuschmeißen, denn da sind so viele negative Dinge drin, aber das erfährst du nochmal in einem anderen Video. Wenn du dir einfach Salz in ein Wasser reinrührst oder eben so eine Messerspitze Natron,
und rührst es da rein und trinkst das Ganze schluckweise, wirst du auch spüren, dass du deinen Sodbrennen damit mehr beruhigen kannst. Ist auch super und es ist einfach. Du kannst es da haben und man verwendet es im Haushalt sowieso. Wieder ein Weg, einem Medikament aus dem Weg zu gehen und recht natürlich wirklich deinen Sodbrennen ja, zu mindern. Ich selber habe das nie ausprobiert, ich brauchte das nicht, aber ich habe mitbekommen, dass das Kauen von rohen Kartoffeln gut sein soll, natürlich nicht in Mengen, das weißt du, Kartoffeln soll man natürlich nicht in Mengen roh essen, aber auch wenn das eine nicht so dein Ding ist, dann gibt es im Bioläden und so weiter oder selbstgemacht Kartoffelwasser. Wenn man das schluckt, einige mögen es, andere mögen es nicht, dann soll, da kann ich jetzt nicht aus meinen Erfahrungen sprechen, soll sich das auch wirklich neutralisieren und die Klappe hat es wieder einfacher, die Speisen unten zu halten. Finde ich auch ein super Tipp, ehrlich gesagt, den hätte ich sehr gerne umgesetzt, weil auf sowas Natürliches stehe ich auch immer total. Nochmal ganz wichtig, was sich auch immer negativ auswirkt, habe ich schon gesagt, und wo du ganz schnell was dagegen machen kannst, ist ja nur durch das Weglassen von fettigem Essen. Je höher dieser Fettgehalt, wo wir natürlich von dem negativen Fett reden, von den ganzen Transfetten und so weiter, diese ganzen frittierten Sachen, Fastfood-Sachen, wenn du die weglässt, wirst du auch merken, es gibt gar nicht so viel Druck von unten, was hoch will. Genauso bei süßen Lebensmitteln. Man hat gewisse Süchte in Schwangerschaften. Aber auch dazu hast du ja schon Videos gefunden, was überhaupt über die Ernährung und so weiter auszusagen ist. Heiße Hungerattacken. Guck dir die Videos an und dann fällt es dir auch leichter, auf diese fettigen und zuckerhaltigen Sachen, stärkehaltigen Sachen zu verzichten. Denn am Ende musst du immer gucken, welchen Wert hat was. Ist es wirklich so wichtig, sich da jetzt eine Tüte Chips reinzuknallen und anschließend kannst du nicht schlafen und nicht liegen und keine Ahnung, hast das Gefühl, dass du dich schon fast übergeben musst, weil so viel Magensäure aufsteigt. Ich habe das irgendwann echt, also bei der zweiten Schwangerschaft habe ich das so gemerkt, diesen Unterschied, und es lohnt sich wirklich auf diesen Zucker, auf dieses ganze Fett zu verzichten. Du hast jetzt erfahren, woran liegt es überhaupt, dass du Sodbrennen hast, was verstärkt es noch und was sind die Lösungen, wie du das Ganze neutralisieren kannst. Und nochmal hier den Hinweis, denk daran, sobald dein Kind da ist, hört das auf. Es war wirklich, ich habe das einfach vergessen. Das Kind war geboren und ich habe an Sodbrennen überhaupt nicht mehr gedacht. Es gibt aber noch eine Steigerung, das musst du wissen. Wenn du sowieso zu Sodbrennen neigst und dein Kind wird im Mutterleib größer, dann drückt es natürlich irgendwann auch den Magen und die Speiseröhre und alles zusammen. Alles in dir hat nicht mehr so viel Platz. Es kann also wirklich sein, dass es zum Ende der Schwangerschaft wirklich noch mal schlimmer wird. Denk immer dran, es hört bald wieder auf. Du machst alles für dein Kind und deinem Kind geht es trotzdem gut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne meinen Kanal und aktiviere das Glöckchen, damit YouTube dir sagt, dass das neue Video rausgekommen ist. Weil du kriegst das mit, es kommt noch so viel auf diesem Kanal, was du nicht verpassen solltest. Willst du mich genauer kennenlernen? Guck doch auch mal bei Facebook vorbei. Guck mal bei Instagram vorbei. Einfach meinen Namen eingeben, ganz unkompliziert. Außerdem kannst du mir alle Fragen stellen, die du möchtest, denn ich bin einmal die Woche immer live bei YouTube auf meinem Kanal, bei einem Livestream. Frag mich einfach das, was du möchtest, das, was dich interessiert und das, was an Fragen noch offen geblieben ist. Ich freue mich richtig darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Ich mag es so gerne, dir zu zeigen, wie einfach eine Schwangerschaft sein kann, wie schön eine Geburt sein kann und wie angenehm es ist, sich einen schönen Körper nach der Schwangerschaft aufzubauen. Denn dann wirst du sehen, dass du dein Leben als Mutter wirklich genießen kannst. Bis zum nächsten Video. Tschüss, sagt Maike Drosselmeier.